Preismanipulation. Die meisten Forex-Broker haben nur Spreads auf ihren Standardkonten und keine Provisionen, aber sie bilden die Spreads. Der Spread ist die Differenz zwischen Geld und Briefkurs eines Währungspaares. Wichtige Währungspaare wie Euro-USD haben engere Spreads, weil sie stark gehandelt werden, während Schwellenländerpaare größere Spreads haben. Wenn Preise manipuliert werden, kommt es zu sehr großen Spreads bei wichtigen Währungspaaren wie Euro-USD. Broker können sagen, dass ihre Spreads höher sind als die, die andere Broker anbieten, weil sie hinter den Kulissen mit Banken zusammenarbeiten, und sie können sogar andere Gründe anführen. Anleger sollten sich bei anderen Brokern erkundigen, welche Spreads sie für das betreffende Währungspaar anbieten. Unter normalen Umständen beträgt der Euro-Dollar-Spread ohne Provision beim Standardkonto 0,7, ein PEP. Darüber hinaus können sich die Geld- und Briefkurse für ein Währungspaar zwischen der Einleitung und der Ausführung des Handels augenblicklich ändern, was als Slippage bezeichnet wird. Es kann aufgrund von Netzwerkausfällen passieren, die die Handelsabwicklung verlangsamen, und manchmal ist es nur das Währungsrisiko, dem Anleger auf dem volatilen Devisenmarkt ausgesetzt sind. Kommt es zu häufig zu Schlupf? Schlechte Forex-Broker können dies ausnutzen, indem sie die rechtzeitige Ausführung von Aufträgen verweigern, bis der Wechselkurs des Währungspaars fällt, was die Stop-Loss-Order eines Anlegers auslöst. Um diese Situation zu vermeiden, bieten einige Broker, wie zum Beispiel CMC Markets, eine garantierte Stop-Loss-Order, GSLO, an. Anleger können das Slippage-Risiko absichern, müssen jedoch möglicherweise zusätzliche Gebühren oder höhere Kapitalzuführungsanforderungen zahlen. Anleger sollten so viele Hintergrundüberprüfungen wie möglich bei Forex-Brokern durchführen und Benutzerbewertungen über den Broker lesen, um festzustellen, ob es Benutzerbeschwerden über Preismanipulation oder illegale Aktivitäten gibt. Die Echtheit vieler Benutzerbewertungen muss jedoch noch bestätigt werden.